Die Frühsendungen, die haben ja immer etwas Gleiches. Zum Beispiel den Rückblick auf den gestrigen Tag, dann die Vorhersage der Wetterlagen für die nächsten Tage, die Ensembles und natürlich die einzelnen bunten Karten. Und drumherum gibt es auch immer so Einstiege. Und wenn ich da zum Beispiel in etwas eingestiegen bin, dann weiß ich am Schluss der Sendung oft überhaupt nicht, was ich da am Anfang gemacht habe und muss dann den roten Faden erst einmal finden. Und da ist so vermeintlich vielleicht kein roter Faden drin, aber der wird sich finden. Und zwar am Schluss habe ich noch etwas Besonderes. Aus den Ensembles raus habe ich mal die kuriosesten Einzelläufe rausgenommen. Und die habe ich so um diese Jahreszeit schon lange, lange nicht mehr gesehen. Grüße Sie und grüße euch. Der Martin hat mir ein Bild reingeschickt, der ist hier unterwegs, war wohl in der Nähe von Malaga. Und das ist hier auf dem Mittelmeerraum eben mit diesen schönen Wolken, habe ich gedacht, wunderbarer, ruhiger Hintergrund. Und dann schauen wir doch mal auf das Ensemble von Malaga. Rote Linie ist bekannt, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir in den verschiedenen Farben finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Da ist eigentlich alles relativ ruhig. Es wird die nächsten Tage mal ein bisschen kühler, der Übergang wird dann nass sein. Danach sind leicht überdurchschnittliche, hinten raus wieder leicht unterdurchschnittliche Werte. Und es regnet hier nicht allzu oft. Und die Jessica hatte mich gefragt aus der Schweiz und gebeten, ein Ensemble für London zu nehmen, weil sie hier in den nächsten Tagen hinfliegt, um ihren Geburtstag zu feiern. Und in London sieht es ziemlich nass aus in der nächsten Zeit, außerdem zu mild für die Jahreszeit. Die Temperaturen liegen im Schnitt 5 Grad über dem des langjährigen Mittels und hinten raus gleichen sie sich an. Und immer wieder kommt es zu Niederschlagssignalen, vor allen Dingen hier in der ersten Hälfte. Aber was wäre denn Großbritannien ohne Regen? Wenn wir schon mal dabei sind und diese Reise angefangen haben, dann reisen wir doch ein bisschen weiter und gehen nach Norwegen, nach Bergen. Schaut mal, da kommt ein Wärmeberg in Schuss, genauso wie bei uns. Das ist diese Föhnströmung, diese Südströmung, die macht sich bis Norwegen bemerkbar. Dann gehen die Temperaturen runter und sind hier ums langjährige Mittel herum. Was aber hier sehr, sehr auffällig ist, das ist so ein richtiges Brett der Niederschlagssignale. Es wird hier ziemlich nass werden. Wir gehen weiter in der Reise und ziehen nach Moskau. Der Wärmeberg, der hier über Nordeuropa recht am Anfang ist, der kommt über Osteuropa ein bisschen später an, geht dann auch hier aufs langjährige Mittel zurück. Und in Moskau ist es bei weitem nicht so nass. Hier wird es am Anfang ein bisschen Regen und Schnee geben und hinten raus sind dann auch ein paar Regen- bzw. Schneefälle dabei. Die Temperatur des langjährigen Mittels liegt hier bei knapp unter 0 Grad und es sind einige Läufe dabei, die gehen auf unter minus 5 Grad. Das wäre hier natürlich alles Schnee. Schauen wir jetzt mal auf die Niederschlagskarte für die kommenden 2 Wochen. Und da beginnen wir dann mit dem roten Faden übrigens. Das ist das, was alles herangebrettert kommt vom Atlantik, driftet hier gegen Skandinavien, gegen die britischen Inseln. Deshalb war es hier und hier jeweils so nass. Und auch im Mittelmeerraum kommt immer wieder was an. Und da gibt es eine Zone, da ist weniger an Niederschlag. Und wenn wir jetzt die gemittelte Wetterlage für den 29. Oktober drüberlegen, dann ist das relativ identisch. Das hier ist die Höhenkarte. Das hier sind die Bodenkarten. Und die Karte, die wir hier gesehen haben, eben aus den Niederschlägen heraus, mittelt im Prinzip die Höhen- und die Bodenkarte. Das ist der Hochkeil. Machen wir das Ganze mal weg. So sieht die gemittelte Wetterlage aus mit einem gigantischen Hoch, das vor den Toren Europas lungert und dann bis nach Russland reingeht. Das habe ich so auch, wie schon eingangs erwähnt, lange nicht mehr gesehen. Und es sind sehr kuriose Einzelläufe dabei. Auf der anderen Seite beginnt sich hier eine Beule rauszudrücken an Kaltluft, die hier reinzieht in dieses Bodenhoch rein. Das mal hier ein bisschen plakativer dargestellt. Da ist mittelfristig was im Busch. Hat nichts mit Winter bei uns zu tun, überhaupt nicht. Aber in der Nordhemisphäre, da werden ganz, ganz, ganz große Räder wohl mittelfristig gedreht. Da müssen wir an anderer Stelle drüber reden, sonst wird das den Rahmen hier sprengen. Kommen wir zu den Niederschlägen, die bei uns sind für die nächsten 10 Tage nach dem europäischen ECMWF-Modell. Da ist relativ wenig los, im Osten sowieso nicht, im Westen mehr und auf der Alpen-Südseite mehr für die nächsten 10 Tage eben. Und das amerikanische Modell macht sogar noch weniger Niederschlag und rechnen wir dann nochmal
sechs Tage drauf, dann kommt ein bisschen was dazu. Das sind aber jetzt nicht Niederschläge, die aus großen Regenfronten kommen vom Atlantik mit einem Aufflammen der Westdrift, wie es zum Beispiel vor einem Jahr der Fall war, sondern das sind, wenn dann so Kaltlufttropfen, die in den Hochs herumwabern oder auch mal größere Tiefs, aber eingeklemmt zwischen den Hochs. Kommen wir jetzt zu den Ensembles bei uns, gehen nach Löcknitz in den Nordosten. Auch da, fumm, geht's hoch mit den Temperaturen, dann langsam wieder runter. In Sachen Niederschlag ist da ganz wenig los, aber hinten raus sind erste Läufe dabei, die gehen auf unter minus 5 Grad. Und unter minus 5 Grad könnte, wenn der Niederschlag dabei wäre, Schnee bis ins Flachland bedeuten. Beim europäischen ECMWF-Modell exakt dieselbe Struktur. Wir gehen in den Südwesten und ein bisschen weiter südlich als Freiburg nach Basel. Da haben wir jetzt die Wärme in den kommenden Tagen, dann geht es noch ein bisschen schwungvoll runter. Aber wir bleiben maximal im langjährigen Mittel eher ein bisschen drüber. Ab und zu sind Niederschlagssignale dabei. Die Ausreißer nach oben und nach unten halten sich in Grenzen, sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Modell, das ein paar Niederschläge mehr reinbringt. Das sind eben die eingeklemmten Tiefs. Und da wir hier näher an den Alpen sind, wo dann auch mal von Süden und Südwesten was rüberdriften und reindriften kann, sind hier die Niederschlagssignale vorhanden. Apropos Niederschlag, gestern hat es noch ein bisschen was gegeben, 1,2 Liter deutschlandweit gemittelt. In Sachen Sonnenschein waren es 2,8 Sonnenstunden im mittleren Südwesten und im äußersten Norden. Tiefstwerte 0 Grad im Bayerischen Wald, 10 Grad am Hochrhein, Höchstwerte 8 Grad im oberen Erzgebirge, 18 Grad am Hochrhein. Nee, die 10 Grad waren, glaube ich, Friedrichshafen, also am Bodensee, und die 18 Grad am Hochrhein. Von der Wetterlage, wie es weitergeht, na, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Zumindest in der kommenden Nacht, da baut sich langsam wieder ein Boden hoch auf. Wir bekommen einen Streifschuss von Norden mit kühler Luft. Hier sind es unter 0 Grad in 1500 Meter Höhe, über der Schweiz über 10 Grad. Und dann kommt diese Südströmung in Gang. Das ist im Prinzip wie eine Omega-Lage. Hier brettert alles von Süd nach Nord nach oben bis nach Skandinavien rein. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe über 10 Grad bei uns und auch um die 10 Grad in Skandinavien. Drumherum ein bisschen kühler, vor allen Dingen auch auf der Iberischen Halbinsel. Und dann kommt schon mal ein erster Hochblock in einer Woche. Der reicht im Prinzip von Spanien über Mitteleuropa bis nach Osteuropa rein. Und das ist ja hier das Höhenhoch, wenn das so dunkelrot und orange ist. Das hat für 5,5 Kilometer Höhe die Bewandtnis. Und das hier ist ein Bodenhoch. Und die sind fast identisch. Und das heißt, es ist eine sehr stabile Wetterlage. Alles, was so an schwachen Tiefs rumeiert, macht einen großen Bogen um uns herum. Und es bleibt mild. Wenn wir aber wenig Isobarendrängungen haben, das heißt, die liniengleichen Luftdrucks weit auseinander liegen, gibt es wenig Wind und die Neigung von Nebel und Hochnebel nähme zu, wenn die Feuchtigkeit da ist. Feuchtigkeit wird es heute geben. Es ziehen im Südwesten erste Schauer auf, im Nordosten verschwinden sie. Und dann kommt so ein kleines Niederschlagskomma eines kleinen Tiefs reingezogen. Im Süden sind auch ein paar Schauer unterwegs. Entsprechend kommt hier der Regen später an. Im Süden ein paar Schauer. Dahinter setzt sich wieder die Sonne durch. Sonst haben wir eine Mischung aus Wolken und Sonne. Der Wind ist im Norden spürbar, sonst recht schwach. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 15 Grad. Im Süden Baden-Württembergs und Bayerns sowie im Alpenraum geht es rauf auf 16 bis 20 Grad. Hier lungert eben die warme Luft. Ihr erinnert euch, im Nordosten kühl und im Süden eben wärmer. Der morgige Dienstag bringt im Norden viel Sonnenschein. Wir werden wahrscheinlich in der Mitte, vor allen Dingen aber im Süden, ein Gebiet haben, wo sich der Nebel in Hochnebel umwandelt und längere Zeit Bestand hat. Abseits der Nebelgebiete haben wir im Alpenraum Sonnenschein und hohe Wolkenfelder. Aus der Schweiz gibt es ein bisschen Regen. Der Wind dreht auf östliche bis südöstliche Richtungen und die Höchstwerte lungern im Nebel bei 10, im Sonnenschein bei um die 20 Grad schon rum. Und dann kommt der Föhnmittwoch mit viel Sonnenschein in der Nordosthälfte, aber hohen Wolkenfeldern. Nach Südwesten zu sind die Wolkenfelder mal kompakter und gelegentlich fällt ein bisschen Regen raus, aber unglaublich warm für die Jahreszeit. Der Wind dreht ein bisschen mehr auf Südost und kommt stark und böig daher, vor allen Dingen um die Alpen herum. Da haben wir gestern ausführlich drüber gesprochen, sonst im Süden bodennaher Ostwind und die Temperaturen. Kunterbunt. 14 bis 19 Grad der grobe Schnitt. 10 Grad sind es in einigen Niederungen der Donau, des Donauraums und auch im Weinviertel, 13 Grad an der See, 20 bis 24 Grad im Norden Belgiens, im Süden der Niederlande und im Eifelvorland beispielsweise, 20 Grad im Erzgebirgsvorland, 20 bis 23 Grad in den Alpen
oberhalb von 700, 750 Meter Höhe können sogar bis zu 26 Grad erreicht werden. Und dann sieht man hier auch auf der Alpen-Südseite die Föhnmauer mal wieder. Am Donnerstag ändert sich wenig, außer dass uns im Norden mal dichtere Wolkenstreifen mit ein bisschen Regen. Die Temperaturen gehen minimal zurück und dann pendeln wir uns bei 10 bis 20 Grad ein. Am Freitag mit ein paar Wolkenfeldern und Regen. Am Samstag wieder mit ein bisschen mehr Sonne und am Sonntag wieder mit etwas mehr Wolkenfeldern und ein bisschen Regen. Das ist so ein Hin und Her, dass es dann auch weitergehen wird. Kommen wir zu den Ensembles. Die Temperaturen steigen im Norden von um die 10 auf um die 15 Grad, gehen hinten raus wieder auf um die 10 Grad zurück. Niederschläge kommen dann etwa ab Ende der zweiten Oktoberdekade auf. Im Westen geht es rauf auf fast 20 Grad. Wir bleiben lange Zeit oben bei um die 15 Grad, gehen dann runter, ab und zu Niederschlagssignale. In der Mitte genauso diese Beule, die nach oben geht, eine Weile hier bleibt und dann nach unten geht. Diese Woche scheint die wärmste Woche des Oktobers werden zu wollen. Und dann im Osten auch hier Temperaturen von nahe 20 Grad. Später geht es wieder runter. Wenige Niederschlagssignale. Im Süden bleiben wir erst einmal auf einem hohen Niveau. Dann kommt der Föhn dazu. Da ist sogar das Mittel kurz bei um und über 20 Grad. Hinten raus etwas über 10 Grad. Und dann brechen so ein paar Läufe aus, die ziemlich weit nach unten gehen, sogar in den Nachtfrostbereich. Die hätten teilweise Niederschlag dabei, der sogar als Schnee fallen könnte. Das hat damit zu tun, dass hier im Hoch eingeklemmt tief sind über Südosteuropa. Und die Kaltluft einklemmen würde dann für 500 Meter Höhe für Schnee reichen. Brauchen wir aber noch nicht drüber diskutieren oder in die Einzelheiten gehen. Das sind nur Modellspiele. In Aarau im Schweizer Mittelland, auch hier bedingt durch Föhn an die 20 Grad. 3 Tage wird es da geben. Dann bleiben wir auf einem hohen Niveau und gehen erst hinten raus runter, gelegentlich mal Niederschlag. Und zu guter Letzt der Blick nach Klagenfurt auf die Alpen-Südseite. Da kommt so ein Regenbatzen herangezogen, die Temperaturen stauchen dann. Danach geht es wieder rauf und runter. Aber hinten raus gehen die Temperaturen etwas zurück, sonst ist es erst einmal mild. Wir brauchen nicht in die Einzelheiten gehen, habe ich gerade gesagt. Jetzt kommen wir mal zu einem Teil, wir sind eigentlich durch mit der Sendung, aber für die Interessierten und für die Spekulationen sind das mal 3 Karten, die ich persönlich unglaublich interessant finde. Das sind für Ende Oktober einzelne Ensembles, also aus diesen Linien heraus die kräftigsten Hochdruckgebiete. Schaut euch mal dieses gigantische Hoch an. Es geht gar nicht darum, dass bei uns ein Kaltlufttropfen liegen würde. Aber hier hätten wir über Russland 1050 Hektopascal. Dieses Hoch reicht bis zu den Azoren, dass da mal Tiefs dabei sein können. Hat mit der Großwetterlage an sich wenig zu tun. Das Hoch ist bestimmend und auf der anderen Seite wäre Tiefdruck, aber der hätte bei uns gar keine Chance. Sauspannende Lage. Die nächste Hochdruckbombe wäre hier auch wieder von Russland ausgehend bis Richtung Azoren. Ein fettes Hoch über dem Mittelmeerraum, Tiefdruck. Wenn das eine Lage im Dezember oder im Januar wäre, auch noch im Februar, dann würde ich sagen, zieht euch sowas von warm an. Das ist jetzt im Oktober, das sind nur Spiele. Aber trotzdem, wie viel Hochdruck da aufgebaut ist. Und eine Karte noch, die sieht ein bisschen unscheinbar aus, aber die finde ich persönlich mit am heftigsten. Da haben wir Gewusel, viel bunt. Schaut euch mal den Bodendruck an. Wir gehen das mal durch. Da haben wir das Azorenhoch, da gibt es eine kleine Bruchstelle bei uns. Und dann hier 1030, 1035, 1040 Hektopascal. Das Ding reicht von Spitzbergen, geht dann rüber über die Barentssee bis nach Russland rein und da auch alles Hochdruck. Diese Tiefs, die wir hier sehen, das hat nichts mit irgendeiner Strömung zu tun, wo alles durchbrettert, sondern das ist eine Schlingelei ohne Ende und eine gestörte Zirkulation. Finde ich persönlich super spannend. Spinnen wir das einfach mal weiter und denken uns, sowas kommt mal im Winter. Es gibt ja einige Bauernregeln, die sagen, Oktoberwetterlagen ist nicht nur bei Bauernregeln so, sondern das gibt es tatsächlich, dass wenn sich eine gewisse Schwingung einpendelt, die auch mal dann sich im Januar wiederholen kann. Denken wir letztes Jahr an den Oktober, der war rau und windig und mild und das war der Januar dann auch. Sowas mal im Winter wäre der absolute Hammer. Bis später.